Ja, hi, ich bin wieder euer JK Forever One. Ich mache jetzt den zweiten Update. Mit einem Nachholer, wie ich das auch schon beim letzten Mal hatte. Aufgrund der Hülle von Filmen natürlich hatte ich vergessen. Der Film ist The Marine. So. Mit John Cena und Robert Patrick. Ein netter kleiner Action-Krawumm-Film. Nette Effekte. John Cena und Robert Patrick machen eine gute Figur. Und ist auf jeden Fall ein richtig guter Actionfilm, der mir sehr gut gefällt, mit auch sehr tollen Schauspielern. Ja. Und der Film ist ab 16. Dann kommen wir zu Mega Monster Movie. Ja, klar. Es sind die berüchtigten Movies, die nach Scary Movie alle kamen, wie Date Movie und so weiter. Einige sind schlecht, einige sind gut. Das ist so ein Mittelding, muss ich ehrlich sagen. Er hat nette kleine Gags drauf, aber nicht der unbedingt der Brüller. Er hat aber zwei positive Eigenschaften. Einmal, also weswegen ich ihn mir geholt habe, so einmal, weil es Leslie Nielsens wirklich letzter Film war. Und weil hier wirklich, wirklich die Persiflage an alle großen Horror-Ikonen dabei sind, darunter Freitag der 13., für Jason Voorhees, Freddy Krueger, Pinhead, Leatherface, Michael, Mrs. Bates. Also, ja, also, ja, der Film ist wirklich nicht sehr besonders. Er hat ein nettes Cover hier auf jeden Fall, was schön glänzt. Ist auch in einem Schuber. Hat hier kein FSK-Flatschen, allerdings hat er ein Wendecover, womit man dann das umdrehen kann, was ich ja sehr genial finde. Und ja, also man kann ihn sich ansehen, aber nicht so viel versprechen. Finde ich bessere. Ja, dann kommt Mega Shark vs. Giant Octopus und das ist wirklich ein Film. Ein B-Movie, wie er im Buche steht, wirklich. Schlechte Schauspieler, schlechte Effekte. Und ab und zu gibt es dann auch ein paar Szenen, die man mal vor 5 Minuten gesehen hat. Allerdings habe ich mir das geholt, weil ich doch so ein Fan bin, so von so Monsterfilmen und so weiter. Deswegen habe ich ihn mir geholt. Trotzdem will ich euch von diesem Film abraten. Der Trailer kommt nicht schlecht. Aber ja, der Film ist grottig, finde ich einfach nur. Schon diese Szene, wo der Hai die San Francisco Bridge, glaube ich, war das, einen Teil verschlingt, ist wirklich Hammer. Oder noch witzigere Sache, wie der Hai ein im Flug befindendes Flugzeug vom Wasser aus runterholt. Es ist wirklich ja, absoluter Trash-Film, wie er im Buche steht. Ich stehe drauf, aber ja, ich würde euch davon abraten. Ja, dann kommt mein verschärftes Wochenende mit Chris Klein und Brendan Fair. Nette kleine Komödie mit einem, den man natürlich aus American Pie kennt, Chris Klein. Hat wirklich nette kleine Gags. Der Film selbst ist auch, wie man so schön sieht, hier ab 16. Kann man sich angucken, den Film. Wie gesagt, er hat nette kleine Gags und ja. Angucken mal, ja, aber kein unbedingtes Must-see. Dann kommen wir natürlich zu Man in Black. Zurzeit ja auch der dritte Teil in den Kinos, der auch sehr gut ist, finde ich. Jetzt bin ich aber hier beim ersten Teil, den Anfang aller der Trilogie. Und den habe ich gleich zweimal auf Blu-ray und DVD. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, weswegen hat der Blu-ray und DVD? Ganz einfach, von Will Smith will ich wirklich alles doppelt haben. Also, da bin ich zu großer Will Smith-Fan. Also, und selbst der Film selbst ist wirklich geil, geile Action, geile Sprüche, coole Effekte. Also ein wirklich geiler Film, den man sich auf jeden Fall ansehen sollte. Und auch mit netten kleinen Bonus-Sachen, wie zum Beispiel Musikvideo, Trailer und Dokumentation und was weiß ich noch so. Ja,
Der zweite Teil finde ich sogar noch ein bisschen besser. Wie ihr seht, oben eine Unterschrift von Will Smith. Das ist die zweite Skedition. Und ich muss sagen, die Effekte, die Komik und die Sprüche sind einfach ein bisschen besser als beim ersten Teil. Wobei man aber wirklich sagen muss, der erste Teil ist, darf man jetzt nicht vergessen. Also der erste Teil ist wirklich geil. Der zweite Teil finde ich noch ein bisschen cooler. Auch hier wieder eine Menge Extras, Making-of, Trailer, Musikvideo und was weiß ich noch so. Aber der Film ist auch ab 12. Ja, jetzt kommen wir zu Miami Vice, von dem ich ja sehr enttäuscht bin. Vielleicht bin ich da reingegangen und dachte mir, oh, ein geiler Bad Boys-Klon. Leider wurde ich davon enttäuscht. Er hat ein paar kleine nette Action-Sequenzen, das war's aber auch. Selbst die beiden Hauptdarsteller, finde ich, haben mich absolut nicht überzeugt. Wobei Jamie Foxx ein bisschen besser war als Colin Farrell. Aber sonst, selbst das Bild auf dieser Blu-ray finde ich nicht so toll geworden als auf. Also, besonders viele Nachtszenen gibt es ja hier und gerade in diesen Nachtszenen sieht man, dass das Bild grisselig ist. Also, nee. Dann kommen wir zu Michael Jackson Live in Bukarest. Den hatte ich mir geholt, nachdem er ja verstorben ist. Und ich ja mit Michael Jackson aufgewachsen bin. Deswegen wollte ich diese DVD haben. Vor allen Dingen auch deswegen, weil da wirklich sehr viele meiner Lieblingslieder dabei ist. Man in the Mirror, Can't Stop Loving You, Billie Jean und noch viele weitere andere. Also ist eine nette Musik-DVD, die man sich auf jeden Fall mal ansehen kann. Wer Michael Jackson-Fan natürlich ist. Also auf jeden Fall ansehnlich. Jetzt kommen wir zu Million Dollar Baby, ein Film von und mit Clint Eastwood. Der Film besticht wirklich dadurch, dass er wirklich gute Schauspieler zusammenhält, unter anderem eben Clint Eastwood, Hilary Swank und Morgan Freeman. Und dass der Film ist auch wirklich sehr überzeugend, er ist auch nicht sehr übertrieben. Also der Film ist wirklich nett, sollte man sich mal auf jeden Fall mal angesehen haben. Also mich wundert es nicht, also, dass er wirklich vier Oscars eingeheimst hat, darunter auch bester Film. Also echt nett geworden, der Film. Und auch diese Veröffentlichung hier. Hier sieht man dann die Auszeichnungen aus dem Jahre 2005, wo er ja erschien. Hier noch ein kleiner Spruch aus dem Film. Dann hier die beiden DVDs und hier ein Booklet mit Produktionsnotizen. Also eine tolle Veröffentlichung zu einem guten Film. Also kann ich wirklich nur sagen. Ja, dann kommen wir zu Minority Report. Und es ist ein typischer Steven Spielberg-Film. Der Steven Spielberg hat eine Vision, einfach nur, oder eine Vision von diesen Filmen, die er wirklich geil rüberbringt. Also Steven Spielberg gehört sowieso zu meinem absoluten Lieblingsregisseur. Und ja, also Minority Report ist auch sehr gut geworden, hat einen sehr guten Stil. Der Film selbst ist ab 12, hat auch hier so einen kleinen, ist auch hier selbst so ein kleines Schuberchen. Ja, also toller Film mit tollen Effekten. Allerdings gibt es einen kleinen Mankel und der steht hier oben. Ich finde ja, Tom Cruise ist wirklich kein Charakterdarsteller. Ich finde, er kann auch nicht so richtig überzeugend spielen, muss ehrlich sein. Dann kommen wir zu Mirrors, ein sehr geiler Film mit Kiefer Sutherland. Der Film ist ab 18. Es gibt auch noch eine Unrated, die mich auch sehr interessiert. Auch der hier hat hier einen Schuber. Und wenn man das hier wegnimmt, dann hat ist dieses Cover hier umgedreht. Also sehr cool gemacht worden. Der Film ist auch echt düster, hat gute Effekte, gut erzählt, nette Charaktere, einfach natürlich Kiefer Sutherland. Und ist auf jeden Fall ein Film, den man sich mal ansehen sollte, auf jeden Fall. Also sehr düster, in seiner Weise auch doch hart. Ja, dann kommen wir zu Misery, einer Stephen King-Verfilmung. Ich habe leider das Buch nicht gelesen.
Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich finde, was Kathy Bates hier den James Caan antut, ist wirklich, ja, hat schon etwas. Also es ist ein ziemlich genialer Film, ab 16. Und wie hier hinten auch so schön steht, mit einfachen Mitteln wahrhaft fesselnd. Dieser Satz passt zu dem Film. Besser kann ich es wirklich nicht ausdrücken. Und was mich leider ein bisschen enttäuscht ist, dass es hier keine Specials gibt. Finde ich echt schade, aber trotzdem super Veröffentlichung und auch Bild und Ton sind echt gut geworden. Ja, dann kommen wir zu Mission Adler. Mit Jackie Chan. Ja, ist ein netter Jackie Chan Film. Nicht der beste. Man hat aber auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil er doch sehr komödienhaft ist. Das ist typisch ein Jackie Chan Film. Ja, wie ich sagte, ist nicht der beste. Jackie Chan wandelt hier auf den Spuren von Indiana Jones, könnte man so sagen. Es gibt auch einen zweiten Teil, oder ich weiß jetzt nicht, ob das der zweite Teil ist. Die rechte oder linke Hand des Gottes oder was weiß ich, heißt es so. Und ich glaube jetzt, das ist der zweite Teil. Ich weiß, wie gesagt, ich gerade hundertprozentig nicht. Wer es weiß, können wir gerne schreiben. Ja. Trotzdem ganz netter Jackie Chan Film ab 16. Und jetzt kommen wir zu einer Trilogie, die im letzten Jahr durch eine Quadrologie ersetzt worden ist, nämlich Mission Impossible. Und hier muss ich sagen, spielt Tom Cruise wirklich genial. Also die beiden hier sind wirklich genial. Also ich mag ja mehr den zweiten Teil, aber der erste Teil ist auch super. Tolle Effekte, tolle Schauspieler. Und Tom Cruise sogar überzeugt diesmal in seiner Paraderolle, sag ich mal so. Und der dritte Teil finde ich der schlechteste Teil. Alle drei haben wirklich tolle Schauspieler. Hier gibt es Simon Pegg, hier gibt es Jean Reno. Und im zweiten Teil gibt es unter anderem auch Daniel Newton, Ving Rhames. Also absolut geniale Reihe, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ist ja, sind ja jetzt vier Teile. Der erste, zweite und vierte Teil überzeugen, während der dritte Teil doch sehr schwach ist. Also so ist das in meinen Augen. Also ja, und jetzt kommen wir zum letzten Film. Und das ist mit dir an meiner Seite ab 6 mit Miley Cyrus. Und ich bin ja so Fan von Miley Cyrus, deswegen habe ich mir den geholt. Ist auch gar nicht mal schlecht erzählt und ist auch wirklich ein nettes, kleines, romantisches Familiendrama mit tollen Schauspielern und ja, also wem es gefällt, auf jeden Fall, es ist ein wirklich netter Film. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video, macht fleißig Kommentare, guckt auch noch meine anderen Videos an, ich verlinke es natürlich euch noch. Und wer von mir Fan ist, kann mich auch gerne, verlinke ich euch noch in den Notizen darunter, unter dem Video, in der Videobeschreibung, meine Facebook. Dann könnt ihr auch da mit mir quatschen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, macht vielleicht Kommentare, wie ich schon sagte, und bis dann.